Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 113 von Silvas Cocktailkunde. Ich stehe heute, wie man hier sieht, am südlichsten Zipfel des Schlingendornkaps, denn dort gibt es den einzigen NPC in ganz Azeroth, der unseren heutigen Drink verkauft. Die Rede ist vom gestohlenen Kokosnussrum. Der Tooltip sagt, dass dieser Drink 99% frei von Blut ist. Der Hinweis ist gar nicht so verkehrt, denn wie ihr ja im Vorschaubild sicherlich schon gesehen habt, der heutige Drink ist am Ende rot und von daher ist der Hinweis, dass kein Blut drin ist, sicherlich angebracht. Ich kann euch beruhigen, in meinem Rezept ist auch kein Blut drin, wäre auch komisch, wenn es so gewesen wäre. Aber mit so komischen Zutaten fange ich dann doch nicht an, auch wenn ich ja durchaus mal die eine oder andere experimentelle Zutat verwendet habe. Aber Blut muss dann doch nicht sein. Wie man also jetzt den gestohlenen Kokosnussrum blutfrei macht, das seht ihr jetzt. Wir starten wieder einmal mit unserem Shakerglas und haben dann als erste Zutat 3 Zentiliter Kokossirup. Irgendwo naheliegend, irgendwie muss ja unser Kokosaroma in den Kokosnussrum rein. Als zweite Zutat haben wir dann Limettensaft, genauer gesagt 3 Zentiliter auch davon, um der Süße des Sirups etwas Säure entgegenzustellen. Dritte Zutat ist dann Kirschnektar, davon haben wir insgesamt 8 Zentiliter. Und damit füllen wir dann unseren Drink auf und geben ihm seine rote Farbe. Und natürlich brauchen wir für den Rum noch Rum, deswegen kommen jetzt noch 6 Zentiliter weißer Rum in unseren Shaker. Das wären dann alle Zutaten, die wir im Shaker brauchen und damit können wir das Ganze jetzt auf Eiswürfel geben und einmal ordentlich durchschütteln. Nach ca. 10 Sekunden sollte alles dann ausreichend durchgekühlt und geschüttelt sein und hier hat sich der Shaker eindeutig beim Öffnen ein kleines bisschen gewehrt, genützt hat es ihm nichts. Wir lassen ihn kurz abtropfen und nehmen uns dann ein solches Hurricane-Glas, in das wir den Drink dann abseihen. Wie ihr seht, ist das Glas noch nicht komplett voll, denn da fehlt noch eine letzte Zutat, die wir jetzt dann noch hinzugeben. Und das ist ein Schuss Sprudel, also Sodawasser. Das geben wir jetzt hier oben drauf. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Strohhalm, den ich geschickterweise vergessen habe, mir parat zu legen, deswegen einmal gerade nach drüben gegriffen. Und wir brauchen natürlich auch noch eine Garnitur am Glas, da nehmen wir hier eine Ananasspalte und zusätzlich können wir auch noch so ein Ananasblatt mit dran tun. So, das ist dann mein Rezept für den gestohlenen Kokosnussrum. Wie immer seht ihr es gleich noch einmal im Standbild, in der Videobeschreibung steht es natürlich auch drin. Und damit war es das dann von meiner Seite für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und Prost! Ist der Hinweis nicht verkehrt, dass kein Blut drin ist, auch in meinem Rezept nicht, hätte...